timing. Die Holzpuppe ist ein ganz außerordentliches Trainingsgerät. Bei der Holzpuppenform kann man sagen, ist eine Art Recovery, also eine Art Wiederherstellung einer vorteilhaften Position. Wir gehen davon aus, wir haben einen kleinen Fehler gemacht und konditionieren uns auf Wiederherstellungsmöglichkeiten, um in eine vorteilhafte Position zu kommen. Die wichtigsten Faktoren in der Mukyanchong sind Gleichzeitigkeit, Ausrichtung, Wiederherstellung, Schrittarbeit, das nötige Timing. Unterrichtet wird der erste Teil, also die ersten 50% der Holzpuppenform, nach unserer zweiten Form, der Jump Cue.